Bevor das Video startet, wollte ich euch nochmal meinen Dank aussprechen. 143 Daumen auf das letzte Video. Vielen lieben Dank, das weiß ich echt zu schätzen. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Nach dem Kanada Grand Prix hat Ferrari wegen der Vettel-Strafe Protest angemeldet, dessen Deadline heute Nachmittag nach 96 Stunden Frist eingereicht werden sollte. Darauf werden sie wohl jetzt verzichten, aber eine spätere Überprüfung soll eventuell folgen. Die Erfolgschancen seien nicht wirklich hoch, denn in den FIA-Regeln steht geschrieben, dass die Strafen im Rennen nicht protestiert werden können. Sie können den Protest zwar einlegen, der würde aber sehr wahrscheinlich als unzulässig abgestempelt werden. Von daher gibt es für die Scuderia einen anderen Weg, nämlich den internationalen Sporting Code der FIA. Dieser gibt Ferrari die Möglichkeit, eine Strafe nachträglich überprüfen zu lassen, wenn man Beweise vorlegen kann, die man zum Strafzeitpunkt nicht vorlegen konnte. Denn in Artikel 14.1.1 steht Folgendes geschrieben: Sollten signifikante und relevante neue Elemente entdeckt werden, die den Parteien zum Zeitpunkt des betreffenden Events nicht zur Verfügung standen, dann müssen sich die Kommissare oder von der FIA ausgewählt an einem vereinbarten Datum untereinander treffen, sich alle relevanten Erklärungen anhören und mit den vorgetragenen Fakten und Elementen entscheiden. So eine Neuüberprüfung der Strafe kann man bis zu 2 Wochen nach der Strafenaussprache einreichen, also haben die Italiener bis einschließlich des Rennsonntages in Frankreich Zeit. Zurzeit sammeln sie noch Beweise, denn die Scuderia hat mehr Daten wie Videomaterial und Telemetriedaten zur Verfügung als die Kommissare. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich hatte mich erst gewundert, warum sie innerhalb der Frist einen Rückzieher machen, aber nachdem ich von dem internationalen Sporting Code gehört habe und dass das Traditionsteam mehr Daten zur Verfügung hat als die Rennstewards, kann ich mir gut vorstellen, dass sich dort noch etwas ändert. Denn viele internationale Ex-Fahrer wie Damon Hill, Mark Webber, Alan McNish, Alexander Wurz oder Mario Andretti haben allesamt die Entscheidung der Rennstewards in Frage gestellt. Nur Lewis Hamilton, Toto Wolff und Nico Rosberg sind der Meinung, dass die Strafe angemessen war. Kommen wir zum Community-Kommentar. Lenny Sticklet hat folgenden, ja nennen wir es mal Roman, in die Kommentarsektion unter einem letzten Video gemeißelt. Ich bin gegen die Grenze, weil man sich klar fragen muss, was überhaupt der Grund dafür ist, dass Mercedes und Co. so schnell ist. Sicher nicht, weil sie 300 Millionen zur Verfügung haben und vielleicht auch nicht, weil sie mehr Leute haben, aber es ist doch einfach klar, dass hinter jedem Team ein Motorchef steht, wie auch ein Aero-Chef dahinter steht. Und diese Leute scheinen anscheinend keine Ahnung von ihrer Technik zu haben, weil sie ja keine innovative Idee haben, Lösung warum ihr Blondie so langsam ist. Zum Beispiel dieses Jahr Ferrari. Die wissen nicht, warum ihr Auto in den Kurven so langsam ist, wo ich mich frage, warum man überhaupt den Aero-Chef als Teamchef gemacht hat. Wenn ich einen Teil an meinem Auto baue, muss ich doch wissen, was es auch wirklich bringt. Und meines Erachtens ist McLaren auf dem richtigen Weg und würde irgendwann die Fehler entdecken und schneller werden. Aber wie ich hier schon sagte, entweder hat die Top 3 im Werk wirklich im Gegensatz zu der zweiten Klasse Astrophysiker da sitzen oder die anderen Teams wissen einfach nicht, was sie machen. Geld hin oder her, meine Meinung. Und ich habe deine Umfrage nicht mal gesehen. Ja, Lenny, erstmal Dankeschön für deinen Kommentar und GG YouTube, danke dafür, dass ihr dem Lenny diese Umfrage nicht gezeigt hat. Ferrari hat 350 Millionen in den SF71A reingesteckt, Mercedes sogar 400 Millionen Dollar in den W09. Ferrari hat Probleme mit den Reifen, das wissen wir. Zum Beispiel Kanada mit den harten Reifen oder auch in Spanien mit den harten Reifen. Binotto ist jetzt Teamchef von Ferrari und ehemaliger Motorchef und nicht Aero-Chef. McLaren und Mercedes gebe ich dir bezüglich der Reifen recht. Wie Mercedes kommen sie hervorragend mit dem Reifen klar, allerdings haben Haas und Ferrari dort ihre Problemchen, obwohl die Amerikaner eine neue hydraulische Hinterradaufhängung eingebaut hatten. Zum Beispiel im Training ist Magnussen mit den neuen Komponenten 6. geworden, während Grosjean mit den herkömmlichen Dämpfern und Federn total lost auf der 17 fuhr. 2018 hatte Mercedes als einziges Team Reifenprobleme, Pirelli ändert alles, 2019 haben alle anderen Reifenprobleme, bis auf McLaren und Mercedes. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.